stelle heute das Spiel WoW vor. WoW ist eigentlich das bekannteste PC-Game, welches tendenziell steigend derzeit das meistverkaufte Spiel der Welt ist. Dieses Spiel wird von mehr Leuten gespielt, als wir auf der Welt rauchen, die dafür per Jahr im Durchschnitt 150 Euro oder mehr zahlen. Warum ist dieses Spiel so faszinierend? Für viele Spieler ist die Zusammenarbeit in Gruppen in einer mystischen Fantasiewelt ein wichtiger Punkt. Eine derartige Interessensgemeinschaft fördert auch die Freundschaft, das Vertrauen untereinander sehr. Das Spiel WoW ist ein MMORPG, was so viel heißt wie Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Ein Mehrspieler-Rollenspiel, welches auf einem Online-Server gespielt wird. Es handelt von einem riesigen Konflikt, welcher sich auf der Welt Azeroth immer weiter ausbreitet. Einer der größten Konflikte herrscht zwischen den zwei großen Fraktionen. Die zwei Fraktionen, welche man spielen kann, sind zum einen die Horde und die Allianz. Wenn man sich nun für eine Fraktion entschieden hat und einige Erfahrungen gesammelt hat, dann kann man langsam überlegen, ob man PvP oder PvE spielen möchte. PvP steht für Player vs. Player, Spieler gegen Spieler, und beinhaltet den Aufenthalt in Schlachtfeldern und Arenen. PvE steht wiederum für Player vs. Environment, Spieler gegen Umgebung, und besteht hauptsächlich aus Raid-Instanzen und Instanzen verschiedenster Art. Raid-Instanzen und Instanzen sind abgeschirmte Orte, welche durch ein Portal betretbar sind. In solchen Gebieten kann man dann Bossgegner und somit auch bessere Gegenstände bekommen. Ich selbst bevorzuge PvE, da ich mich eher dafür interessiere, mit anderen Leuten etwas zusammen weiterzubringen, was in PvE perfekt machbar ist. In großen Raid-Instanzen, welche 10 oder 25 Spieler beinhalten, kann man zudem Marken sammeln, welche man gegen Gegenstände eintauschen kann. Dies ist zwar beim PvP auch möglich, doch deren Marken sind anderweitig zu verwenden. Instanzen werden zu je 5 Spieler bezwungen. In beiden Fällen sorgt man für Recht und Ordnung in den Ländern Azeroths und klärt über die Geschichte auf, sowie löst die Konflikte des Landes. Beide Instanzen beinhalten das Besiegen von Bossgegnern, welche man mit vereinten Kräften und strategischen Zügen bezwingt. Dies erfordert Ausdauer, Teamfähigkeit und Nerven, und so schöner ist der Sieg am Ende der jeweiligen Instanz.